Intelligenz stellen wir uns vor als eine überlegte, bewusste Tätigkeit, die den Gesetzen der Logik folgt. Doch vieles in unserem geistigen Leben ist unbewusst und beruht auf Prinzipien, die mit Logik wenig zu tun haben. Bauchentscheidungen, Intuition. Wir haben Intuitionen über Freunde, über Sport, über die richtige Bank und andere gefährliche Dinge. Wir verlieben uns und wir spüren, dass der DAX wieder nach oben geht. Können solche Bauchgefühle zu besseren Entscheidungen führen? Das scheint naiv, wenn nicht absurd. Wenn Sie ein Buch über rationales Entscheiden in die Hand nehmen, dann werden Sie eine völlig andere Botschaft lesen. Oder falls Sie einen MBA gemacht haben sollten. Die Botschaft lautet, erst wägen, dann wagen, erst analysieren, dann agieren. Wie trifft man demnach eine Entscheidung? Sie listen sich alle Alternativen, die Sie haben, alle Konsequenzen und schätzen den Nutzen und machen die Rechnung. Das ist eine schöne mathematische Theorie, beschreibt aber nicht, wie die meisten unter uns Entscheidungen treffen. Nicht einmal, wie jene es tun, die diese Bücher schreiben, wie die folgende Geschichte illustriert. Ein Professor an der New Yorker Columbia University hatte einen Ruf von Harvard und er konnte sich nicht entscheiden. Soll er gehen, bleiben, annehmen, ablehnen? Ein Kollege nahm ihn beiseite und sagte, was ist denn dein Problem? Maximiere doch ganz einfach deinen erwarteten Nutzen. Das schreibst du doch immer in deinen Büchern. Erschöpft antwortete der Professor, hör jetzt auf damit, das ist ernst. Ich möchte Sie heute einladen in die Welt von Entscheidungen, bewusst, unbewusst. Und ich beginne mit einigen wesentlichen Unterscheidungen zwischen Risiko und Ungewissheit, gehe dann weiter, wie intuitive Entscheidungen funktionieren, was ist das Geheimnis, was uns zugrunde liegt, ja? Und werde Ihnen anhand einer Beispiele zeigen, wie der Zusammenhang ist zwischen Bauchentscheidungen, Fehlerkultur, der Angst, sich abzusichern und hoffe, dass Sie dann ein paar Ideen haben, die Sie dann übertragen können auf Ihr eigenes Leben. Sind Sie bereit? Dann beginnen wir unsere Reise am internationalen Flughafen von Los Angeles. Dort arbeitet Dan Horan. Dan Horan ist Drogenfahnder. Seine Aufgabe ist, Drogenkuriere zu identifizieren. Ein Drogenkurier fliegt mit einem Koffer voller Dollars ein und wenige Stunden später mit dem gleichen Koffer voller Drogen aus. Wie kann man einen Drogenkurier in einer Menge von Hunderten oder Tausenden von Personen identifizieren? Das scheint unmöglich. Eines Abends flog eine Maschine aus New York ein. Etwa 200 Passagiere stiegen aus, darunter eine Frau, die einen Koffer hinter sich zog, Farbe schwarz, die meisten von uns wählen. Als sich ihre Augen mit denen von Dan Horan trafen, wusste jeder Bescheid, was das Geschäft des anderen war. Und sie hatten beide recht. Nach einigen Minuten war sie verhaftet, man fand $200.000 und sie gestand. Ich habe mit amerikanischen Richtern und Drogenfahndern gearbeitet und habe Dan Horan gefragt, woher wussten Sie denn, dass es diese Frau war und nicht einer der anderen Passagiere? Er sagte, ich kann es selbst nicht erklären, ich spüre das nur. Das Einzige, was er mir sagen konnte, ist, dass er nach jemandem Ausschau hält, der nach ihm Ausschau hält. Und die Frau wusste auch sehr schnell, wo der Fahnder steckt. Hier haben wir die Definition von Intuition. Intuition ist gefühltes Wissen, das erstens schnell im Bewusstsein ist, er spürt es sofort, da stimmt was nicht mit der Person. Zweitens, dessen Gründe wir selbst nicht kennen. Diese sind unbewusst. Das aber dennoch vieles von unserem Verhalten und Urteilen beruflich und privat steuert. Unsere Gesellschaft hat in großen Teilen Probleme mit Intuition. Das kalifornische Gesetz ist ein Beispiel dafür. Wenn ein Drogenfahnder eine Person anhält und illegale Drogen oder Waffen findet und es kommt vor Gericht und der Richter fragt, warum haben Sie diese Person angehalten, und der Fahnder sagt ehrlich, I had a hunch,
dann ist das nicht zulässig nach dem Gesetz. Erst wägen, dann wagen. Erst analysieren, dann agieren. Und das Gesetz ignoriert eine der größten Kapazitäten, die wir haben. Und es kommt dann dazu, wie wir die Fahnder berichten, nachdem die ersten Prozesse geplatzt sind, obwohl illegale Waffen und Drogen da waren, haben die Fahnder ihre Lektion gelernt und sie liefern die Gründe im Nachhinein. Wir werden das heute noch an verschiedenen Stellen sehen. Also nochmals, Intuition ist keine Willkür, kein sechster Sinn. Es ist keine göttliche Eingebung und es ist auch nichts, was nur Frauen haben. Wir Männer haben auch Intuition. Aber es wird oft benutzt gegen Frauen, um nämlich zu sagen, dass Frauen keine Ratio hätten. Die erste wichtige Unterscheidung ist nun die Frage, wann soll man sich auf seine Intuition vertrauen und wann lohnt es sich eher, mehr Daten zu haben, Big Data nachzurechnen und so weiter. Die Frage ist nicht Kopf oder Bauch. Es ist immer gleich. Man braucht beides. Und hier ist die erste Antwort. Wenn man es mit bekannten Risiken zu tun hat, dann reicht Rechnen. Dann reicht Ihnen Logik, Statistik. Also wenn Sie im Casino Roulette spielen, dann brauchen Sie keine Intuition. Sie können sich ausrechnen, was Sie auf lange Sicht verlieren werden. Es wird oft gesagt, dass Banken im Casino spielen, wenn das nur wahr wäre. Dann könnten Sie die Risiken berechnen. Sondern Sie spielen heute, mindestens seit den 80er Jahren, in einer teilweise unbekannten, ungewissen Welt. Hier braucht man mehr als Daten, hier braucht man gute Intuitionen und gute Heuristiken. Heuristiken ist der wissenschaftliche Term für einfache Regeln, nach denen unsere Intuitionen funktionieren. Und ich werde Ihnen das gleich an ein paar Beispielen zeigen. Zunächst eine Frage an Sie. Wie häufig denken Sie, dass in großen DAX-notierten Unternehmen wichtige Entscheidungen am Ende eine Bauchentscheidung sind? Ich werde Ihnen ein Beispiel geben aus einem solchen Unternehmen. Und nochmals, Bauchentscheidung ist keine Willkür, sondern in der Regel liegt die Gruppe, die Person unter einem Berg von Daten begraben. Teilweise widersprüchlich, teilweise fragt man sich, warum man das überhaupt bekommen hat. Und dann spürt man etwas. Was Sie jetzt sehen, ist eine Befragung durch die ganzen Hierarchien des Unternehmens durch. Wie häufig treffen Sie Bauchentscheidungen? Möchte jemand von Ihnen, Sie sind sicher alle erfahren in diesem Gebiet, eine Schätzung geben? Hier sehen Sie es. Es gibt niemanden, der sagt immer Bauchentscheidung und das ist vernünftig. Es gibt auch niemanden, der sagt nie. Und durch die ganze Hierarchie durch, werden im Schnitt etwa die Hälfte aller Entscheidungen sind am Ende eine Bauchentscheidung. Diese Personen würden das wahrscheinlich in der Öffentlichkeit nie zugeben. Ganz ähnlich wie der Drogenfahnder. Nach meinen Beobachtungen, nach unseren Untersuchungen gibt es zwei Techniken, mit denen man die Angst mit Bauchentscheidungen, den man sich hier so versucht, das Ganze zu umgehen. Das erste ist, man liefert die Gründe im Nachhinein, genau wie die Drogenfahnder. Das heißt, man stellt einen Angestellten für 2 Wochen ab, der nach Gründe sucht und dann präsentiert man die Entscheidung als eine begründete Entscheidung. Die etwas teurere Version davon ist, man stellt eine Beratungsfirma ein, die dann die Gründe auf 200 Seiten bringen. Beides ist eine Verschwendung von Geld, Intelligenz und Zeit, die nur deswegen erzwungen wird, weil man Angst hat und auch teilweise zu Recht Angst hat, sich hinzustellen und sagen, aufgrund meiner Erfahrung denke ich, wir sollten das tun. Denn bei einer Bauchentscheidung muss man die Verantwortung selbst übernehmen. Das zweite Art und Weise, mit Bauchentscheidungen umzugehen, nenne ich defensives Entscheiden. Das hat in der Regel noch einen größeren Schaden für die Firma. Defensives Entscheiden bedeutet, dass man denkt, die Option A ist das Beste, aber
Ist es ein Bauchgefühl, wenn was schief geht, dann stehe ich dumm da. Also verfolge ich lieber eine zweit-drittklassige Option, die, wenn sie schief geht, wo ich nicht in der Verantwortung stehe. Das heißt defensives Entscheiden. Nochmals, es bedeutet, man schützt sich selber auf Kosten des Unternehmens. Wie oft denken Sie, dass die Entscheider in den gleichen großen Unternehmen defensive Entscheidungen treffen? Ich sollte dazu sagen, dass diese Studie über mich, über eine Vertrauensperson gemacht wurde, die das Vertrauen der Firma hat, also der Entscheider. Was meinen Sie? Jetzt ist die Verteilung viel breiter. Und hier gibt es Personen, die sagen, nie. Und das ist der ideale Manager, den Sie brauchen. Einer von Ihnen sagte, wenn es der Firma gut geht, geht es mir gut. Wenn es der Firma schlecht geht, geht es mir schlecht. Am anderen Extrem sehen Sie Personen, die sagen, von je 10 Entscheidungen, an denen ich mitwirke, haben praktisch alle eine defensive Komponente. Und wenn man mit jenen spricht, dann sagen sie, diese Firma hat keine Fehlerkultur. Man darf keine Fehler machen, man wird bestraft. Und auf gut Deutsch sagen sie dann, cover your ass. Das ist die Reaktion. Und sehen Sie, die sind in der Tendenz in den untersten Bereichen zu finden. Aber im Schnitt ein Drittel bis zur Hälfte aller Entscheidungen in dieser Firma bis in den Vorstand hinein sind defensiv. Nochmals, das sind Entscheidungen, die der Firma nur schaden können, aber man sichert sich selbst ab. Hier hätte ein Unternehmen, was das zum Thema macht, einen wirklichen Wettbewerbsvorsprung. Man würde all die Intelligenz, Zeit nicht verschleudern, um hier nun so defensive Entscheidungen zu treffen. Defensive Entscheidungen sind ein allgemeines Problem in unserer Gesellschaft. Wenn Sie zum Arzt gehen und der Meinung sind, dass Ihr Arzt Ihnen das Beste rät, dann haben Sie vielleicht Glück, weil Sie den einen oder anderen Arzt haben. Aber viele Ärzte betreiben defensive Medizin. Das heißt, sie raten Ihnen nicht das Beste, sondern etwas Zweit-Drittbestes, was den Arzt schützt vor Ihnen als möglichen Kläger. Das ist im Rechtssystem der USA noch viel häufiger. Es gibt eine Untersuchung, wo man über 800 Ärzte in USA, die in sogenannten High Litigation Practices sind, also Chirurgen und Gynäkologen, die gerne verklagt werden. Und sie wurden gefragt, betreiben Sie defensive Medizin? Welcher Prozentsatz dieser Ärzte, denken Sie, hat gesagt, ja, das ist, was ich tue? 93%. Und das ist wahrscheinlich eine Unterschätzung, denn nicht jeder gibt zu und auch nicht vor sich selbst. Und Sie sehen das Problem hier. Wir leben einen großen Teil unserer Gesellschaft in einer Situation, wo die Menschen sich immer mehr absichern und man damit immer weniger Qualität für den Patienten, für die Firma oder für andere liefern kann. Und dieses Problem von einer Fehlerkultur ist ganz essentiell. Eine meiner Doktorandinnen ist Kapitänin bei der Lufthansa und sie arbeitet gerade an einer vergleichenden Studie zwischen der Fehlerkultur der Cockpit-Fehlerkultur der Lufthansa und zwischen der eines Krankenhauses. Und wir wissen, dass die kommerziellen Fluggesellschaften eine Fehlerkultur haben, in dem Sinne, dass Near Misses, Dinge, die schiefgegangen sind, werden gemeldet an eine zentrale Stelle in München und das wird dann weitergegeben, damit die jungen Piloten lernen können aus den Fast-Fehlern. Das passiert in der Medizin kaum. Aus diesem Grund sind wir da oben in der Luft so sicher wie nirgendwo sonst auf der Erde, aber nicht im Krankenhaus. In Deutschland sind geschätzte 15.000 bis 20.000 Personen sterben jedes Jahr durch vermeidbare und dokumentierte Fehler. Die könnte man verhindern, wenn man zum Beispiel Checklisten einführen würde. Ganz einfache Dinge. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Wie funktioniert denn Intuition? Also, wir haben hier ein paar Punkte besprochen. Wie kann man nun Innovation verlangsamen? Ja? Und hier ist das Rezept. Misstraue immer Bauchentscheidungen. Zweitens, verlange eine rationale Begründung jeder neuen Idee.
Drittens, schaffe eine Absicherungskultur mit defensiven Entscheidungen. Leider haben wir das in zu vielen Unternehmen, in zu vielen Krankenhäusern und auch anderen Organisationen. Auch Wissenschaft geht manchmal in diese Richtung. So, wie funktioniert eine Intuition? Was ist da zugrunde? Und ich gebe Ihnen erstmal ein Beispiel aus dem Bereich des Sports. Gibt es jemanden unter Ihnen, der spielt Baseball? Nein. Cricket? Nein. Fußball? Einer. Gut. Nehmen Sie an, Sie würden eine Sportart spielen, ein Ball kommt hoch rein, ein erfahrener Spieler weiß sofort, wo er oder sie hinlaufen muss. Wie macht er das? Haben Sie mal schon einen Fußballspieler interviewt? Was Sie dann kriegen, ja, sind nutzlose Interviews, also, ja, intuitiv. Und es ist intuitiv, die Person weiß nicht, wie sie das tut, was sie so gut kann. Genau wie der Drogenfahnder. Nun gibt es hier zwei Theorien darüber, wie funktioniert das. Das eine ist die Idee, es ist ein komplexes Problem, wir brauchen eine komplexe Lösung. Und das ist die Standardtheorie in der Wissenschaft. Ich habe Ihnen hier von Richard Dawkins brillanten Buch, The Selfish Gene, eine dieser Interpretationen hat. Er glaubt, dass dass man einen Ball fängt, indem man Differentialgleichungen löst, irgendwie unbewusst. Und da er natürlich weiß, dass es so nicht gehen kann, hat er das Wort as if rein, und das ist die ökonomische Theorie, die ist immer als ob. Was mich interessiert ist, wie Menschen wirklich Entscheidungen treffen. Wie funktioniert diese Intuition? Nun, eine Flugbahn zu berechnen. Haben Sie schon mal eine Flugbahn berechnet? Das geht so. Da ist aber noch nicht Wind oder Spin ist noch nicht enthalten. Das ist die einfache Version. Wie funktionieren die wirklichen Intuitionen von Sportlern? Die funktionieren völlig anders. Es hat nichts damit zu tun, wie Dawkins das meint, es hat nichts damit zu tun, sondern es ist eine einfache Regel, eine Heuristik. Die nennen wir Blickheuristik. Und die hat drei Stufen. Erst fixiere den Ball mit dem Auge, beginne zu laufen und dann adjustiere die Laufgeschwindigkeit, sodass der Blickwinkel konstant bleibt. Dieser Spieler hier macht genau das. Der läuft so, dass der Blickwinkel konstant bleibt und dann ist er dort, wo der Ball runterkommt. Möchten Sie es nochmal sehen? Das Wichtige dabei ist, dieser Spieler kann alle Informationen ignorieren, die Sie gerade gesehen haben in der Gleichung und auch jene, die dann nicht drin war. Und die Heuristik funktioniert nur mit einem guten Grund, den Blickwinkel konstant halten. Und da ist die Lösung. Diese Lösung ist sicherer, schneller und präziser als die ganze komplexe Lösung. Und völlig anders. Es gibt viele Tiere, die genauso vorgehen, wenn sie nun in der Luft oder unter Wasser ein Objekt versuchen zu fangen. Sie halten den Blickwinkel konstant. Diejenigen unter Ihnen, die einen Hund haben, wenn sie einen Frisbee werfen, dann wird der Hund keine Gleichungen berechnen, sondern er läuft so, dass er den optischen Winkel konstant hält. Nun, die gleichen Heuristiken, die unbewusst verwendet werden, kann man jetzt nun analysieren und dann kann man Menschen helfen, bewusst dieselben Strategien zu verwenden, um bessere, schnellere Entscheidungen zu treffen. Erinnern Sie sich noch an das Wunder von Hudson River? Eine Maschine startete in LaGuardia Flughafen und innerhalb einigen Minuten hatten sie einen Zusammenstoß mit kanadischen Gänsen. Moderne Jet-Turbinen sind so angelegt, dass sie Vögel verdauen können, aber nicht kanadische Gänse, die sind zu fett. Und das Unwahrscheinliche passierte, sie flogen in beide Turbinen und es wurde ruhig im Flugzeug. Die Piloten drehten sofort zurück, um zu sehen, schaffen wir es bis zum Flughafen. Eine Entscheidung auf Leben und Tod, denn sie möchten nicht vorher einschlagen. Wie haben sie das gelöst? Haben Sie Flugbahn berechnet mit Hilfe Ihrer Instrumente und Formeln? Nein, Sie haben die gleiche Heuristik verwendet. In diesem Fall, wo man nicht mal sehr viel steuern kann, geht das so, Sie fixieren den Tower des Flughafens durch die Cockpit-Scheibe und wenn der Tower nach oben geht, dann schaffen Sie es nicht.
Sehen Sie das? Dann kommen Sie. Ja. Und das geht ganz schnell. Und das lässt Zeit für viele andere Dinge, die man in dieser Notsituation tun muss. Also das ist ein Beispiel für einen Teil unserer Arbeiten, wo wir versuchen herauszufinden, wie intelligente, intuitive Entscheidungen funktionieren. Und dann kann man dieses Lernen ganz aktiv lernen, sodass Neulinge und Novizen diese Dinge auch verstehen können. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Meine Unterscheidung war zwischen bekannten Risiken und einer Welt von Ungewissheit. Und die Fälle, die Sie jetzt hatten, das sind alles Welten von Ungewissheit. Wir leben aber in einer Welt, wo wir relativ wenig über unbekannte Risiken nachdenken. Zum Beispiel praktisch die ganze Ökonomie nimmt an, dass die Risiken bekannt sind. Zumindest als ob. Die Entscheidungstheorie geht davon aus, dass man erwartete Nutzen maximieren kann. Das können Sie aber nur, wenn Sie die Wahrscheinlichkeiten berechnen können. Wir in Berlin, wir versuchen eine Alternative zu entwickeln. Wie geht man um mit unbekannten Risiken? Nun, die Verwechslung von Situationen, in denen man die Risiken nicht wirklich berechnen kann, mit jenen, in denen man sie berechnen kann, das nenne ich die Truthahn-Illusion. Warum? Nun, nehmen Sie an, Sie sind ein Truthahn. Es ist der erste Tag Ihres Lebens. Ein Mann kommt und Sie fürchten sich, er bringt mich um. Aber er füttert Sie. Am zweiten Tag kommt der Mann wieder. Sie fürchten sich, jetzt bringt er mich um, aber er füttert Sie. Am dritten Tag passiert das Gleiche. Nach allen mathematischen Modellen der Wahrscheinlichkeitstheorie steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er sie füttert und nicht umbringt, jeden Tag ein bisschen. Am Tag 100 ist sie so hoch wie nie zuvor. Und es ist der Tag vor Thanksgiving. Und sie kommen unters Beil. Dem Truthahn fehlte eine wesentliche Information. Die Truthahn-Illusion ist wahrscheinlich weniger häufig bei Truthähnen als bei Menschen. Und wenn Sie noch denken an die letzte ökonomische Krise, unter der wir immer noch leiden, einer der Gründe, nur einer, war die Verwendung von mathematischen Modellen, die geeignet sind für Situationen, wo man die Risiken berechnen kann, aber nicht für diese Probleme. Und diese Modelle haben illusionäre Sicherheiten geschafft. Modelle wie Value at Risk, die immer noch verwendet werden, oft aus anderen Gründen. Und solche Sicherheiten vorgespiegelt, dass man sich gewundert hat, wie so etwas passieren könnte. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel für eine Truthahn-Illusion. Ich nehme das aus dem Bereich der Wechselkursvorhersagen. Die großen Banken in unserem Land, weltweit, sagen Ende jedes Jahres den Wechselkurs Euro und Dollar für nächstes Jahr, Ende des nächsten Jahres vorher. Dafür zahlen manche Firmen viel Geld, also muss es wohl gut sein, oder? Ich zeige Ihnen mal, wie das aussieht. Ich habe das analysiert. Und was Sie hier sehen, ist der Wechselkurs 1:1 und höher bedeutet, dass der Euro höher steht, drunter, dass der Dollar drunter steht. Was Sie hier sehen, sind einige dieser Banken. Sie haben alles Who is Who in der ganzen Welt dabei. Im Dezember 2000 waren die Vorhersagen jene, also im Schnitt war es 1:1. Die Deutsche Bank sagte zum Beispiel 1:1 vorher. Sie sehen, die Streuung ist beträchtlich. Was war der wirkliche Dollarkurs? Er war niedriger als alle Schätzungen außer einer. Das war Citibank, jetzt Citigroup. Und das war das letzte Mal, dass Citigroup irgendwo in der Nähe lag. Dann wurde die Schätzung für nächstes Jahr gemacht. Was würden Sie schätzen, wenn Sie das jetzt wissen? Naja, es runtergeht, ja? Das haben die auch gemacht. Und was hat der Euro gemacht? Er war drüber, außerhalb des gesamten Vorhersagebereichs. Und der ist nicht trivial. Was machen Sie für nächstes Jahr? Jetzt gehen Sie hoch, ja? Was macht der Euro? Geht höher. Was machen Sie jetzt? Sie gehen wieder hoch. Was macht der Euro? Wieder höher. Also in dreimal hintereinander außerhalb des gesamten Vorhersagebereichs. Und jetzt erkennen Sie auch schon die Strategie, die hinter den geheimen, teuren, analysanten Methoden steht. Nämlich, der Trend vom nächsten Jahr ist der Trend vom
vom letzten Jahr. So einfach. Ja. Also, Sie können sehen, es geht nach oben. Was macht der Euro? Geht nach unten. Ja. Hat man jetzt, geht man auch nach unten, es geht der Euro zum ersten Mal im Bereich. Ja. Dann geht man nach oben, dann geht der Euro noch höher, wieder außerhalb des Bereichs. Jetzt geht man nach oben, geht der Euro runter. Der erste Treffer. Und so weiter und so fort. Ich zeige Ihnen deshalb, um einen Punkt zu machen. Wir leben in einer Welt, wo man glaubt, Dinge berechnen zu können, die man nicht berechnen kann. Und wir haben viele solche Vorgänge, die dann unter Big Data laufen und so weiter, wo man die Illusion hat, nämlich diese Truthahn-Illusion, dass man in einer Welt wäre, die vorhersagbar ist. Hier, warum werden diese Vorhersagen immer noch gemacht? Es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass man nicht weiß, wie schlecht sie sind. Und die Banken veröffentlichen das ja nicht, aus gutem Grund. Aber es gibt eine viel interessantere Erklärung. Nämlich man weiß oder spürt sehr wohl, dass die Vorhersagen nicht so sehr gut sind. Aber man macht sie trotzdem. Warum? Um Verantwortung zu verkaufen, aus defensiven Gründen. Also ein Manager, der nun ein internationales Geschäft hat und selbst schätzt, wie der Kurs sieht und es geht schief, steht selbst in der Verantwortung. Aber ein Manager, der Geld ausgibt und das einkauft, kann sagen, die Deutsche Bank hat das vorher gesagt, nicht ich. Und wir haben wieder den gleichen Prozess. Eine Angst vor Verantwortung und man verschwendet sehr viel Zeit in einem Prozess. Sie müssen sich vor Augen halten, die Personen, die das machen, sind meistens mathematisch sehr, sehr gut ausgebildete junge Menschen, die uns in der Wissenschaft fehlen, die sinnlose Berechnungen machen und jedes Jahr das immer weiter präzisieren und dann meinen, das müsste man noch haben, aber deren Produkte, so wertlos sie sind, nachgefragt sind von anderen Personen, die weit oben stehen in Unternehmen, oder, ja, um sich der Verantwortung zu entledigen. Wir könnten besser sein als das. Und ich gebe Ihnen jetzt ein kleines, konkretes Beispiel nochmal über die Situation, eine Truthahn-Illusion bei Investitionen. Nehmen Sie an, Sie möchten Geld investieren und Sie möchten nicht alles in einen Topf stecken, sondern diversifizieren. Wie machen Sie das? Harry Markowitz von der University of Chicago hat den Nobelpreis bekommen für die Lösung. Das sogenannte Mean Variance Modell. Ich mache heute keine Mathematik mit ihm. Diejenigen, die das kennen, die erkennen das. Und man versucht sozusagen in einfachen Worten für ein gegebenes Risiko den Gewinn zu maximieren oder für einen gegebenen Gewinn das Risiko, die Varianz zu minimieren. Das ist die Idee. Als Harry Markowitz seine eigenen Investitionen getätigt hat für die Zeit nach seiner Emeritierung, dann hat er sein Nobelpreis gegründetes Optimierungsmodell verwendet. So würden wir denken. Nein, er hat es nicht verwendet. Er ist einer einfachen Intuition gefolgt. Das ist eine Regel, die nennen wir 1 durch N. Verteile dein Geld gleichmäßig. Also wenn Sie zwei Optionen haben, 50-50, ein Drittel und so weiter. Man braucht nichts berechnen. Die spannende Frage ist jetzt die, ja, wie gut ist denn das? In welcher Welt? Der Punkt ist nicht, wie viele meiner Kollegen glauben, dass jetzt Herr Markowitz mal einen Blackout hatte. Und in Verhaltensökonomie finden Sie so gut wie überall jeden, der 1 durch N tut, als etwas, das wird attribuiert auf die mangelnden kognitiven Fähigkeiten, die Sie haben. Das ist ein großer Irrtum. Die wirkliche Frage ist die, Markowitz ist optimal in einer Welt, wo man die Risiken berechnen kann. Ja, aber das ist nicht die Welt der Finanz. Und wir und andere haben Studien gemacht, um zu sehen, wie gut ist denn das? Und wie macht man das? Man nimmt zum Beispiel in einer Studie waren 7 verschiedene Investitionsmethoden, also eine davon war, man hat 10 amerikanische Industriefonds. Wie verteilt man sein Geld? Markowitz braucht 10 Jahre oder so an Daten, die analysiert wird, um diese Parameter zu schätzen. 1 durch N, da brauchen Sie nichts rechnen, außer durch 10 zu teilen. Was war das Ende? In fast allen Investitionsproblemen, in 6 von 7, hat 1 durch N mehr Geld gemacht als Markowitz-Optimierung. Warum ist das der Fall?
Und wann ist das der Fall? Die wirkliche Frage, die uns so interessiert als Wissenschaftler, ist, wann? Also wie sieht die Welt aus? Können wir die beschreiben? Wo es sich lohnt, komplexe Berechnungen durchzuführen und wo es sich nicht lohnt. Und hier sind drei ganz allgemeine Kennzeichen. Wenn die Vorhersagbarkeit hoch ist, was nicht ist im Aktienmarkt, wenn die Anzahl der Optionen klein ist und wenn Sie sehr viele Daten haben, dann mache ich es komplex. Dann lohnen sich die Berechnungen, dann machen Sie Big Data. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn die Vorhersagbarkeit niedrig ist, wie im Aktienmarkt oder wie in vielen anderen Bereichen, menschliche Entscheidungen, welchen Job sollen Sie machen, wen sollen Sie heiraten und so weiter, dann reicht das nicht. Ja? Und wenn Sie wenig Daten haben dazu, dann machen Sie es einfach, 1 durch N. Haben Sie? Und hier, das sind so allgemeine Prinzipien. Das erste nähert an, eine Welt bekannter ist, das andere nicht. Ja? Und das ist der wirkliche Punkt. Ja? Versteht das jede Bank? Ich zeige Ihnen hier einen Brief, den ich bekommen habe von meiner Internetbank. Und diese hat an diesen Brief an ihre Kunden versandt. Und Sie sehen die Überschrift mit Nobelpreis gekrönter Strategie zum Anlageerfolg. Und dann las ich, kennen Sie Harry Markowitz? Nein, aber Sie sollten ihn kennenlernen. Da wurde die Geschichte erzählt, dass er den Nobelpreis gewonnen hat. Die Bank macht dann das auch und es wurde vor ihren Intuitionen gewarnt. Wir haben analysiert, wie viele Jahre Aktiendaten man denn wirklich bräuchte, damit Markowitz Optimierung besser wird, wenn man zum Beispiel 50 Optionen hat. Also erinnern Sie sich noch, 10 Jahre waren zu wenig, Sie brauchen mehr. Was meinen Sie, 11, 12 Jahre, 20? Die beste Schätzung ist 500 Jahre Aktiendaten. Dann lohnen sich diese Berechnungen, ja, vorausgesetzt, es gibt die gleichen Aktien noch und den Aktienmarkt überhaupt. Und was diese Bank nicht verstanden hat, ist, dass sie diesen Brief um 500 Jahre zu früh abgesandt hat. So, ich komme zum Schluss. Drei Irrtümer. Das erste, was Sie fast überall in Psychologie und Ökonomie lesen, ist, Intuition ist zweitklassig. Wenn Sie das Buch von Daniel Kahneman lesen, ein Nobelpreisträger, das ist seine Botschaft. Das ist ein großer Fehler. Das gilt nur in einer Welt von bekannten Risiken, aber nicht in den Rest der Welt. Bewusstes Abwägen ist eben nicht immer besser. Und Sie haben hier schon einige Prinzipien gesehen, wann das der Fall ist, wann das nicht der Fall ist. Das ist die wirkliche Frage. Zweitens, komplexe Probleme brauchen immer komplexe Lösungen. Da hatten Sie jetzt auch ein Beispiel. Es ist oft so, dass komplexe Probleme einfache Lösungen erfordern, die man oft aus intuitiven Entscheidungen ableiten kann. Und schließlich mehr Information, mehr Berechnung, mehr Zeit ist immer besser. Ich habe Ihnen Beispiele gegeben über Information, Berechnung und nicht über Zeit. Mein letztes Beispiel. Ist jemand hier, der Golf spielt? Auch nicht. Was machen Sie immer? Hier ist ein Experiment. Ja? Wir nehmen Anfänger im Golf und wir nehmen Experten. Und jetzt geben wir beiden Gruppen nur 3 Sekunden Zeit für den Putt, den Schlag. 3 Sekunden. Was passiert mit den Anfängern? Wenn sie nur 3 Sekunden Zeit haben, werden die besser oder schlechter? Wer sagt besser? 3, 5. Wer sagt schlechter? Gar keiner. Was meinen die anderen? Nun, richtig. Ja, das ist aber nützlich. Ja? Kopf ist auch nicht. Die Anfänger, wenn sie nur 3 Sekunden Zeit haben, werden schlechter. Ein Anfänger braucht alle Zeit. Wenn sie Klavier spielen, dann müssen sie Finger üben. Musik passiert erst, wenn sie nicht mehr wissen, was ihre Finger tun. Was passiert aber mit den Experten? Wenn die Experten nur 3 Sekunden Zeit haben, um den Schlag auszuführen, werden die besser oder werden die schlechter? Wer meint besser? Wer meint schlechter? Ja, da müssen wir nur ein bisschen üben. Die Experten werden interessanterweise besser, wenn sie nur 3 Sekunden Zeit haben. Warum ist das so? Deren Wissen ist intuitive Intelligenz.
das ist sozusagen im Bauch. Und wenn Sie zu lange Zeit haben, dann kommen andere Gedanken. Oder Sie werden nervös, weil da 10.000 Menschen johlen. Das heißt, machen Sie es kurz. Also wenn Sie eine Sitzung haben, wo Sie Experten sind, machen Sie die Sitzung kurz. Wenn Sie nichts wissen über das Problem, machen Sie es lang. Wir müssen es nochmal durchmachen, bis Sie es alle haben. Ja? Gleiches Experiment. Anfänger, Experten. Jetzt instruieren wir beide Gruppen, dass sie genau auf ihre Bewegungsabfolge aufpassen sollen. Was passiert mit den Anfängern, wenn die genau aufpassen auf das, was sie tun? Werden die besser oder schlechter? Wer meint, sie werden besser, wenn sie genau aufpassen? Ja. Und wer meint, sie werden schlechter? Da sind noch zwei. Sie fragen mal Ihren Nachbarn. Also die Anfänger, die werden besser, wenn sie genau aufpassen, was das tut. Wir müssen das bewusst lernen. Das kann man experimentell zeigen. Aber was passiert jetzt mit den Experten? Wenn die genau aufpassen auf das, was sie tun, das ist das Interessante. Werden die besser oder werden die schlechter? Wer meint besser? Keiner. Wer meint schlechter? Ja, genau. Wiederum, es wird gestört. Und das können Sie auch strategisch anwenden, also wenn Sie, sagen wir mal, Tennis spielen sollten und Ihr Gegner hat eine solche Vorhand, dass er Sie heute an die Wand schießt, dann wissen Sie jetzt, was Sie tun. Wenn Sie die Seiten wechseln und er geht an Ihnen vorbei, dann sagen Sie, Mensch, du hast eine solche Vorhand heute, wie machst du denn das nur? Und dann haben Sie eine gute Chance, dass er beginnt, darüber nachzudenken und das Problem ist gelöst. So, ich fasse zusammen. Ich habe über Umgang mit Ungewissheit gesprochen, im Gegensatz zu Umgang mit Risiken. Die Theorie, die Entscheidungstheorie geht fast ausschließlich nur über bekannte Risiken. Erstens, um gute Entscheidungen zu treffen, muss man einen Teil der Information ignorieren. Und das ist das Entscheidungen unter Unsicherheit. Ja? Das geht nicht für Entscheidungen unter Risiken. Und Sie haben einige Beispiele dafür bekommen. Zweitens, komplexe Probleme erfordern eben nicht immer komplexe Lösungen. Wir müssen die Frage stellen, gibt es eine einfache Lösung für das Problem? Es kann sein, nein. Aber wir sollten die Frage erst stellen. Drittens, es ist wichtig, in vielen Bereichen unserer Gesellschaft über die Fehlerkultur nachzudenken und alles zu tun, dass wir wegkommen von einer immer mehr negativen Fehlerkultur, defensives Absichern in Richtung einer positiven. Und viertens, Mut zu Bauchentscheidungen. Und das ist vielleicht das Wichtigste dabei, denn bei einer Bauchentscheidung muss man, wie gesagt, die Verantwortung selbst tragen. Mehr Information, mehr Berechnungen und mehr Zeit sind nicht immer besser. Weniger kann mehr sein. Vielen Dank.